18 Schaden, Durchschlag 6, ja. 18 DS. 6 hast du gesagt? Ja. Gut, dann merkst du, wie es oben irgendwas explodiert. Ein Arm springt ratternd nach draußen und du siehst, wie dir ein zerstörter Servitor entgegengeschleudert wird, beziehungsweise nach unten auf das Deck knallt, während er sich langsam versucht, wieder zu erheben. Dann ist Bruder Ifrit dran. Würde hier so schön, wenn mir schon der Feuerkorridor aufgehalten wird, direkt vor den Container gehen. Zwei Schritt. Und einfach reinhalten. In den unteren. Genau. Ja, da leben noch 4 Stück. Ja. Feuerfrei. Ja, die dürfen im wahrsten Sinne des Wortes Gewandheitstest erschwert um 20 machen. Sonst genau. Werden sie getroffen. Achso, einen Moment, da muss ich jetzt gerade gucken. Das ist ja keine Horde, ne? Wir machen keine Horde-Regeln. Die würfeln eine 1. Ja, der erste wirft eine 1. Nee, ich würfel ein für alle. Ja, dann machst du ja Horde-Regeln. Okay, na gut, dann. Nee, ich würfel jetzt nicht. Ja, gut. Na gut, alles klar. Komm, dann. Ich hab noch 4 Stück. 3 hab ich noch. 96, 15, 61. Das heißt, 2 werden getroffen. Die anderen beiden taumeln nach draußen. Ja, würde ich dann tatsächlich auch gerade gleich einmal bewegen. Und zwar den einmal nach vorne und den einmal nach vorne. Die weiter hinten stehen bleiben, die kannst du dann anfangen zu schmelzen. Wie viel Schaden machst du mit deinem Flammenwerfer? 2W6 plus 10 mit 2 Penetration. 15 DS2, das ist gar nicht viel. Ja, dann siehst du, wie... Aber sie brennen, glaube ich. Ja, du merkst, wie die Haut, die sowieso schon gestunken hat, jetzt Blasen wirft, anfängt zu stinken. Du merkst, wie das Fleisch schwelt, auch die Gehirne anfangen so ein bisschen zu kochen. Und sie dann auch weiter auf dich zutaumeln. Mal kurz, weil kann sein, dass sie jetzt einen Brandschaden kriegen? Ja, die müssen einen Gewandheitstest machen, ob sie brennen oder nicht. Müssen sie jetzt zusätzlich nochmal machen? Genau. Ja, wenn Gewandheits- sie das nicht machen, kriegen sie jede Runde zusätzlichen Schaden. 30 und 2, beides geschafft, glaube ich. Gewandtheit ist 10, dann schafft das doch nicht. Dann hätte ich ja sogar den... Dann hättest du die 15 auch, ne? Genau. Ja, den 1er glaube ich nur nicht, weil er ein Crit ist. Ja, und die 2 halt auch nicht. 1 und 2 geworfen. Dann kriegt er auch nochmal... Ja, dann kriegt er auch nochmal die... dann lasse ich einen wieder zurücktaumeln. Oder zielt Erschwernis, wenn du einen Crit schaffst? Crit ist Crit. Crit ist normal Crit. Geschafft. Ja. Gut, einer steht direkt vor dir und der ist dann gleich mit seiner 5 sowieso dran. Die anderen dürfen aber vorziehen. Ich fange wieder an mit Thoral. Ja, ich freue mich aber eh noch die Aktion von letzter Runde. Genau, deswegen sage ich ja, du kannst vorziehen, bevor jetzt der Servitor Ifrit schlägt. Sehr gut. Ja, ich ziehe ihn dir dahin. Ja, da war das, oder? Genau. Ja, dann würde ich mich tatsächlich als allererstes um den kümmern, bevor der hier meinen Flamer etwas näher umarmen möchte. Ja, schlag zu. So, ich habe 4 Aktionen. Jetzt ist die Frage, zählt die Bewegung als halbe Aktion oder nicht? Nee, das war, also er ist hier auf euch zugetaubelt und Fabi stand, Torder stand direkt neben dir, das passt okay, schon. Ja, okay. Oh, 85, das reicht mit dem ersten Schlag nicht. Super, dann hast du aber noch einen. Ja, zweite, ja sehr gut, läuft ja richtig gut gerade. 87. Ja, der dritte Schlag mit dem Energieschwert trifft. Ja, du haust mit deiner Kettenaxt zu, bist du ein bisschen überrascht, dass die wohl in der Plattenpanzerung vom Servitor stecken bleibt, während sich da Zahnräder durchdrehen und so ein paar Kettenglieder abreißen. Das wird deinem Energieschwert aber nicht passieren und so kannst du dann das in sein Inneres hauen, schlagen, ziehst einmal durch und zerkochst dann das Fleisch, was Ifrit eben nicht geschafft hat. Mal gucken. 1W10 plus 19? Ja. DS wie viel? DS 6. Oder? Ja, alles klar. Dann ja, Stärke. Bei mir ist Stärke.
plus 2 von der wütenden Schlag und Schadensbonus. Ja, alles klar. Ja, dann steckst du das Energieschwert rein, drehst einmal, ziehst es wieder raus und der Servitor fällt dann tatsächlich, nachdem er also ein paar Glieder von deiner Kettenwaffe abgerissen hat durch diese merkwürdige Rüstung, fällt er zertrennt zu Boden. Zustand tot. Ja. Dann darf Cray noch, bevor die Servitoren dran sind. Explosivgranate ist Standardausrüstung. Ja. Ja, genauso wie auch Fragment. Ja, aber die macht ja nichts. Die sind jetzt schon weich gekauft. Ja, richtig. Ja, die Fraggranate macht zumindest mehrere. Ja, aber die haben keinen DS. 2W10 Schaden ohne DS. Ja, es ist, die haben halt, das ist eine Maschine, die haben Panzerplatten dran. Ja, und sie sind durch die unheilige Macht vom Warp korrumpiert. Maschinen sprengt man. Dann? Und ich will da nicht in den Meat Grinder springen. Deswegen würde ich erstmal werfen. Stellt sich beiseite, direkt neben Gabriel und schmeißt wieder oben eine rein, oder was? Unten. Unten? Done. 92 ist noch kein Patzer. Ja, du schmeißt die Granate rein und merkst wohl, wie nichts passiert. Geht wohl nicht hoch. Die kullert wieder raus. Ja, dann hat aber Wilhelm ein Problem. Nö, passiert einfach gar nichts. Es war vielleicht irgendwie, weiß nicht, ob ja gut, die Maschinengeister von euren Granaten, genau, sind ja normalerweise relativ gut. Irgendwas muss da wohl passiert sein, dass die nicht gezündet hat. Klockt einfach mehrere Male im Inneren und dann hörst du, wie die Servitoren lauter und lauter werden. Die Ketten kommen euch näher und dann, ja, Tordal, 1, 2, 3 und von oben purzeln weitere Servitoren runter. Auch auf, ja, vor allem Tordal. Ich gebe jetzt Tordal und Wilhelm, weil die vorne stehen. Ich fange gerade mal mit den unten an. Unten waren noch 3 Stück, die gelebt haben. Dann mache ich 2 und 2. Ich schaue gerade mal nach. Die haben Kampfgeschick. Das sind 4W10. Einer trifft nur, mehr nicht. Der auf Wilhelm. Wilhelm, du bist ja auch nicht mit einer Nahkampfwaffe ausgestattet. Nein. Dementsprechend merkst du jetzt, wie diese Klingenhände auf dich zukommen, reißend, rattelnd. Und ja, jetzt versuchen, deine Rüstung aufzureißen, zu zerfetzen. So, 2W10 plus 14. Dann nehme ich die 7 raus, sind 23 Trefferpunkte, DS2. Okay, jetzt muss mir jemand erklären, wie viel Schaden mir das tatsächlich macht. Deine Rüstung ist 8, minus 2 sind 6. Das heißt, von den 23 ziehst du einmal 6 ab und dann noch deinen Widerstandsbonus. Also 17 und mein Widerstand ist meine Toughness. Also 23 minus 6 sind 17, nochmal minus 8. Sind dann 9 Schaden. 9, genau, dann kriegst du 9 Trefferpunkte. So, das war der erste Servitor, der aus dem Container gestolpert ist und oben kommen nochmal 4. Das sind jetzt auch nochmal. Achso, 3 habe ich noch. Gebe ich euch nochmal 3W10. Die gehen auch wieder. Und dann gebe ich 1 auf Wilhelm, 2 auf Tordal. Und der für Wilhelm trifft wieder. Muss ja auch. Ja, so ist das gut. Der macht auch wieder. Oh oh. Ich habe Angst vor mir. Der hat 10 plus 14 sind 24, aber der eine explodiert. Ist ja auch noch eine Dodge-Aktion, wollte ich vielleicht. Richtig, ja, du darfst dodgen. Es klingt ausweichen. Sinnvoll, jetzt zu dodgen. Ja, ansonsten würdest du 31 TP bekommen. 31 minus 21 DS2. 31 minus. Dodgen wäre 1W100. Genau, ja. Gegen deinen Gewandtheitsbonus. Also nee, gegen deine Gewandtheit. Genau, gegen deine Gewandtheit. Das würde sogar. Das, würde das sogar sieht reichen. Gut aus. Ja, alles klar. Dann springst du nach hinten. Und ja, hast dich einen Meter in Abstand gebracht, während die anderen, wie gesagt, jetzt gerade runtergefallen sind. Und ja, jetzt den Containereingang so ein bisschen verstopfen. Die von Tordal, du bist ja gut beschäftigt, die abzuwehren.
aber ich habe hier noch einen Servitor, der im Rücken von Ifrit steht und der kommt auf dich zugewankt. Ihm fehlt zwar ein Kettenglied, aber ein zweites hat er noch und dann schlägt er auch dir in den Rücken. So, Kampfgeschick, wieder die, was sind das, 38, 16 ist getroffen. Versuchen wir doch einfach mal das Dodgen. Würde ich dir aber erschweren, weil es im Rücken ist von dir. Der hätte auch eine 10 gewürfelt, auch wieder da mit explodierendem... Oh Gott, und du würfelst die 100. Du rennst rein. Ja. Also, er hat eine 10. Bei der Gelegenheit kann man Fate-Punkte erwähnen, um Würfel zu wiederholen. Ja, ich glaube, bei einem Patzer rentiert sich das dann doch mal. Ich weiß nicht, ob du noch 100 wiederholen darfst. Ja, also... Also das Schwert ist es trotzdem, weil es in deinem Rücken ist. Würde ich dir... Komm, ich geb's dir mit einer plus 20. Schaffst du das noch? Nee, ich hab 44. Gut, dann kriegst du tatsächlich auch einen Schlag. Und zwar mit explodierenden... Ich muss gerade mal schauen, was habe ich gewürfelt? 10 und 3 sind 27 DS2. Das ist ganz schön ekelhaft. Ja. 27 DS2. Auch du hast deine Rüstung wieder. 8 und 8 sind 16, die runtergehen. Wobei. 11 nee. Schadenspunkte. Nee, gehen ja nur 14 runter. Achso, wegen DS2, ja. Ah ja. Sind 13 Schadenspunkte? Ja, dann frage ich das ein. Gut, dass ihr den Apothekarius dabei habt. Genau, da haben wir. Gut, dass der heute da ist, ja. Ja, die anderen... stört heute niemand. Die anderen Tech-Adepten schauen euch furchterregt an. Auch die Servitoren gehen in sowas wie in einen Stillstandsmodus, bewegen sich gar nicht mehr, während die Tech-Adepten von euch zurückweichen und aus dem ganzen Kampfgeschehen flüchten. Ja, dann, das war die erste Kampfrunde. Wir gehen in die zweite Kampfrunde. Toral 22. Jo, dann einmal... Versuche ich mich da vorne mal ein bisschen durchzumetzeln. Du hast eine ganze Menge Gegner, ja. Ja, fangen wir erstmal mit dem nächsten bei mir an. Zuerst schlage ich mit der Energieklinge zu. Würde Ach treffen. Ach so, warte, was haben wir jetzt durch? Warum? Ich glaube, ich wurde übersprungen. Nee, du hast da eine Granate geworfen. Ja, er ist der allererste. Er hat 22 Inni. Das wirst du nicht schlagen können. Ah, nevermind. Wir haben ich hab so lange verzögert, ich habe extra gewartet, dass der Flamer erst macht, bevor ich mich da reinstürze. Ja, mit deinem Energieschwert musst du den Schaden auch nicht auswürfeln. Kannst es trotzdem mal tun. Da wirst du höchstwahrscheinlich grillen. Ich nehme dir einfach mal den ganz unten weg. Ich guck gerade mal. So. Ja, der erste war der beste. 23, D6. Der war schon angeschlagen, deswegen reicht es. Gut, dann schlage ich nach den zweiten. Ja. 95, nicht getroffen. Das sieht schlecht aus, ja. Dritten Schlag. 1. Das ist jetzt deine Kettenaxt, ne? Ja, macht ein bisschen weniger Durchschlag. Der Schaden ist eins verringert. Aber auch der ist schon angekratzt. Wann erleiden wir eigentlich den Brandschaden? Oder der eine, der noch welchen erleidet? Wenn die dran sind. Wenn die dran sind. Wir sind ja erst in der zweiten Kampfrunde. Wir haben DS4. So. 24. 24 DS4? Ne, 28 DS4. Das ist gut, ja, das reicht. Dann ist der nächste tot und eine letzte Aktion hast du noch? Ja, einmal noch Energieschwert. Trifft. Trifft mit der 38. 26. Ja, 26. Warum würfelst du mal dreimal? Ja, das war jetzt einmal zu viel bei der Kettenachse bestreiten. Wegen dem Talent. Achso, du hast einen Angriff, aber du kannst zweimal den Schaden würfeln und nimmst den höchsten? Ja. Wow. Das ist aber eh reißend. Ja, klar. Genau, bei der Energieschwert war das eben falsch. Aber bei den Kettenschwertern habe ich dreimal würfeln wegen Reißen. Okay, dann bist du durch. Und dann ist Bruder Cry mit der 13 dran. Ich muss gerade gucken, 4 Servitoren. 5 Servitoren stehen noch.
4 Meter reicht nicht ganz für einen Sturmangriff. Leider nicht. Ich hab da was im Rücken. Aber wir haben noch was vor uns. Aber da ist, da steht der Space Wolf. Dann mache ich jetzt genau einen Angriff. Kannst du den dein Xenos-Schwert nehmen? Ja, das mache ich auch. Also ich habe mich ja mit einer halben Aktion bewegt und dann ist jetzt noch ein Angriff drin. 44, das ist sogar ein Crit eigentlich, weil... Oder ist das nicht in dem System so? Nee. Nein, das ist bei Fantasy. Ah, das ist bei Fantasy so. Okay, never mind. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau, 44. Nee, hier musst du so tief würfeln wie irgend möglich. Aber getroffen ist es auf alle Fälle, dann kannst du den Schaden machen. Das ist jetzt die Drachenklinge, oder wie heißt die? Ja. Und da kannst du dann noch 23 drauf rechnen. Plus 23, wie viel DS? Rechne ich im Kopf. 10. DS 10? Necron-Klinge. Ja, das ist mir schon klar, aber DS 10 ist schon ganz schön ekelhaft. Ja, dann stößt du die merkwürdige Xenos-Klinge grün leuchtend in das Fleisch, durchstößt die Rüstung wie Butter, ziehst, wirbelst, drehst noch ein bisschen und dann fällt auch der Servitor zerteilt zu Boden. Zustand tot. Ekelhaft. Dann nach Bruder Kreis wieder Wilhelm dran. Du hast 3 Servitoren vor dir. Ja, kann ich in die reinschießen im Nahkampf oder kann ich das nicht? Nein, du kannst keine schweren Waffen im Nahkampf benutzen. Das hat nur Pistolen. Dann möchte ich meine Boltpistole ziehen und dem nächsten, der vor mir steht, in den Kopf schießen. Ja, dann du kannst das ja als Astartes mit schnellziehend. Dein Devastator-Bolter, schwerer Bolter, hängt sowieso an der Kette um deinen Hals. Dementsprechend ziehst du einfach deine Pistole und kannst abdrücken. Gucken wir mal. 30, das reicht. Ja, klar, gerade bei den Entfernungen. Das macht halt nicht so viel Schaden, ne? 2d10, Pen 5. Immerhin. Ne? Das Schöne ist, dass jeder Wurf explodieren kann. Ja, der leider nicht. Nee. Denk dran, dass du einen nachwürfelt darfst. Du hast eine reißende Waffe. Also einen darf ich hinten. Ja, du würfelst noch einen W10 und dann nimmst du die höchsten beiden. Ja, dann mache ich 10. Den Schaden, ja. Pen 5. Ja, haben aber auch einen erhöhten Zähigkeitsbonus, ähnlich wie ihr. Und du drückst mit deiner Boltpistole auf kürzeste Distanz ab, du siehst, wie die Kugel im Fleisch versinkt, irgendwas explodiert wohl, du hast wohl auch ein paar Zahnräder oder sowas auf der Rückseite ausgesprengt, aber er hiebt einfach weiter auf dich zu. Gabriel. Gabriels hebt ebenfalls seine Boltpistole, sein besser gesagt sein Astartes Bolte, und zielt auf den Servitor direkt vor. Ja, der einen direkt war Tor da. Vielleicht kann er dann Wilhelm zu helfen. Ich nehme eine halbe Aktion zum Zielen, um mir eine Erleichterung von 10 zu geben. Und da das unter die Hälfte meiner Reichweite ist, kriege ich auch nochmal eine Erleichterung. Mit der 7 ist das solide geschafft. Und ja. Da ich mein Bolter die Fähigkeit genau hat, bekomme ich dadurch 2d10 auf meinen Schaden drauf. Wow. Das sind 33 und da. 2 ziehen wir ab. Das sind 31, oder? 33. Warum 2 ab? Weil sie reißend ist und du nur 4 W10 hattest. Ach, richtig. Die Waffe ist auch reißend. Gut. Genau. Das hatte ich nicht. Das sind 31 DS. Das ist 31 DS 5. Okay. Das genügt. Du zielst auf den Kopf. Drückst ab, der Kopf explodiert und er sinkt nach hinten. Du siehst noch, wie graue Gehirnmasse dem hinteren Servitor ins Genick spritzt. Scheint ihn aber nicht zu kümmern. Okay, dann haben wir noch Bruder Ifrit. 3 Servitoren sind übrig. Die stehen ja am Bruder Wilhelm dran. Vor kann allem steht Tordal vor dir. Kann ich theoretisch nur die Servitoren gebritzeln oder erwische ich immer Bruder Wilhelm? Also, du triffst vor allem immer mich. Vor allem Tordal. Tordal nimmt alles mit aktuell. Es geht jetzt um die Regelding, weil ich kann ja hier mich hinstellen.
Ja, triffst du trotzdem nicht, weil der Strahl wird ja nach vorne hin breiter. Ja, der Strahl wird ja nach so laufen. Aber man hat da nicht eine Fähigkeit, dass sie das irgendwie können? In den Container reingehen. Ja, aber ich glaube... Also er ist im Nahkampf mit denen. Das heißt, solange er im Nahkampf ist, genau. Ob ich ihn deswegen immer treffe? Bei einer Devastator-Waffe vermutlich, ja. Ist die Frage, wie sympathisch ist dir Wilhelm und wie unsympathisch sind dir Servitor? Wilhelm ist mir sehr sympathisch. Ist ja nur ein Flamer. Richtig. Ja, also. Wenn er ein Salamander wäre, dann würde ich das tatsächlich auch sagen. Ist ja nur ein Flamer und draufhalten. Ja, überlegst dir. Ansonsten müsstest du auch deine Pistole ziehen. Ja, was willst du tun? 3, 2, ja, dann ziehen wir die Boltpistole und schießen da mal auf. Gut, dann bewegst du dich trotzdem, weil du sonst Tordal in den Kopf schießt, gerade wenn der sich bewegt, dann eine halbe Aktion Bewegung und dann kannst du dem Servitor hier direkt vor dir versuchen, in den Kopf zu schießen. Dann müsste ich ja auch noch eine halbe Aktion fürs Zielen haben, oder nicht? Nee, du hast eine halbe Aktion zum Bewegen und dann musst du direkt abdrücken. Okay. Sonst tust du diese Aktion nichts weiter. Also ohne Zielen. Dann schießt du daneben, geht in den Container rein und explodiert auf der Rückseite mit vielen Metallschrapnellen. Sehr gut. Ich hätte sie doch wegbrennen sollen, es wäre besser gelaufen. Dann habe ich noch 3 Servitoren. Ich gehe mit einem auf Tordal und mit 2 auf Wilhelm. Die Jungs wissen, dass ich Servitor bin. Die wissen das ganz genau. Die wissen ganz genau, dass sie bei mir gefährdet sind. Alles nicht geschafft. Gut, dann könnte sie, glaube ich, in der nächsten Kampfrunde mit den Energieschwertern relativ schnell zerstückeln, bevor sie dann mit ihren Kettenwaffen auf der 5 wieder handeln dürfen. Und nachdem ihr geschossen habt mit den Boltern und mit den Energieschwertern zugehiebt habt, liegen sie und auch damit das letzte Überbleibsel vom Maschinenseher Kreth vor euch und stinken das Ladedeck voll. Wir sollten sie dringend in irgendeiner Form verbrennen oder sonst was dergleichen, dass sie gar keine Chance haben, auch nur in irgendeiner Form weiterhin eher noch vielleicht Unheil verbreiten zu können. Helft sie mir, den Container zu stopfen, dann äschern wir sie rein. Ja, gib mir einen Moment. Ich möchte in den oberen Container klettern und die Granate suchen, die da immer drin liegt. Die sollten wir vielleicht jetzt nicht hochjagen. Wieso? Gibt doch erst recht einen Grund. Auf was muss ich würfeln, um seine kaputte Granate einzusammeln? Sprenggebrauch. Sonst geht's hier hoch. Ja, okay. Hast du Sprengstoff? Das werden wir jetzt rausfinden zusammen. Also Sprenggebrauch hat er natürlich nicht, weil man das kaufen muss. Dann werden wir das ganz offensichtlich nicht haben. Intelligenz halbe. Sonst verlierst du jetzt deinen Arm. Ja, das wird im Leben nicht reichen. Ja, ich würde gerade den möchtest du noch einen Schicksalspunkt ausgeben? Kein Geiz. Da darf ich für neu würfeln? Ja, genau. Du würfelst einmal neu und dann ziehen wir neu. Ich möchte gerade die Leiche eines Servitors zur Seite heben, stelle dabei aber fest, dass es nicht der Kopf des Servitors, sondern die Granate ist, die dann vermutlich direkt hochgeht. Ja, wer hatte die geworfen? Oder... Bruder Cry war das, dann wirf mal deinen Schaden von deiner Granate aus. Nein, nur so was viel Spaß. 3W10 plus 4 waren das. Die erste Junge, toll. 2W10, oder? 2W10. Nee, das war die Fragmentgranate. Ja, die Sprenggranate hat 3W10. Bei wie viel Lebenspunkt warst du noch? Das werden wir erst nach dem Schaden rausfinden. Den will ich zuerst hören. Also wie viel war das? Plus 6, ne? Plus 6, ja. Plus 4. Da dürfen wir noch mal 2 Punkte davon abziehen. Also, nee. Achso, nee, der ich habe schon 15 gar nicht reingeholt. Ja, bleibt bei 15. DS6. 15 DS6, meine Rüstung macht also nur 2 runter, richtig? Also 13 minus meine Toughness, die 8 ist. Dann kriege ich noch mal 5 Schaden. Dann habe ich jetzt insgesamt 14 Schaden. Wo sehe ich meine Lebenspunkte? Ah, 23. Ja, dann. Ja, das geht noch dicke. 23, voll easy, ey. Ja, also Wilhelm würde seinen Kopf aus dem gerade fast halb explodierten Container raushalten. Fehlfunktion.
Doch kein Blindgänger. Ich würde meinen Kopf wieder in den Container reinhalten und ich sehe etwas aus, als wäre es mir peinlich. Ja, also ihr könnt auch erkennen, wenn er seinen dampfenden Arm wieder rauszieht, das Schwarz von seiner Rüstung, beziehungsweise er hat mit dem Silber zugegriffen, ist wohl auch abgesprengt. Ihr könnt unter dem Silber gelbe Imperial Fist erkennen und darunter dann das eigentliche Keramid. Also das muss auf alle Fälle nachlackiert werden. Und an irgendwelchen Teilen blitzt und funkt es wohl. Da ist wohl irgendwie auch ein Teil der Rüstung zerstört gewesen. Bruder Gabriel, ich frage vor, ihr schaut dringend mal nach Bruder. Ja. Ja, ein ausgezeichneter Vorschlag. Lass mich zu euch runterkommen. Wenn du vorher noch schaust, dass die Servitoreste, ob da oben Servitoreste sind und die runterwirfst. Hatte gerade schon die Tabelle offen mit den Armexplosionen. Ja, schade. Muss ich auch anbieten. Ja, aber ich meine, du hast doch nicht viel Schaden bekommen. Das ist doch ein Kratzer, oder nicht? Ich hab getan, was ich konnte. ich würde die Servitorenreste da runterkicken, aber mit dem Fuß, weil mein Arm mir vermutlich ziemlich weh tut. Ja, könnt ihr sehen, wie dann irgendwie so ein Tech-Adept hinter einem Container vorlugt, der deutet auf einen anderen. Wollt ihr die anderen auch noch zerstören? Gibt es noch mehr von denen? Erst werden wir die hier einäschern, dann schauen wir uns die anderen an. Er hat auf einen ganz normalen Arbeitsservitor gedeutet. Wurden sie von Craft gewartet? Das haben wir noch nicht entschieden. Bruder, ich will ja keine Eile erzeugen, aber mein Arm dampft gar unschön. Ich habe deine Werte auf meinem Diagnosehelm. Du siehst noch gar nicht so angeschlagen aus. Vielleicht wirst du die Zähne zusammenbeißen können. Naja, dann sind unsere Granaten wirklich schlechter, als ich dachte. Oder unsere Rüstung um einiges besser. Kann mir mal... Also beantwortet er mir noch meine Frage? Nein. Die 15, die sind denn... das sind die von Maschinenseher. Die anderen hatte er noch nicht in den Händen. Warum wolltet ihr dann, dass wir die anderen auch zerstören? Ich weiß ja nicht, was ihr alles kaputt machen wollt. Habt ihr ein Problem mit mir? Was? Nein! Ihr seid ein Deathwatch, mein Lord!